Herzlich willkommen zur ersten Edition des Jura-Espresso. Was ist ein Jura-Espresso? Ein Jura-Espresso ist eine schnelle, dynamische, moderne und prägnante Aufarbeitung von besonders aktuellen, examens- und studiumsrelevanten Entscheidungen. Wir werden euch in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig einen solchen Jura-Espresso mundgerecht servieren. Das heißt in der Länge eines Espressos von ungefähr 10 Minuten. Was heißt wir? Wir, das ist erstens Lonny.com, der europäische dynamische Wissensmarktplatz. Hier könnt ihr modern lernen, aber sogar auch Geld verdienen, indem ihr beispielsweise eure Vorlesungsmitschriften hochladet und ein Preisschild dran macht. Das ist zweitens juridikus- und examensrelevant.de, die einzigen, die auf der Basis von 33.000 Prüfungsprotokollen und demnächst auch Klausuren wirklich empirisch wissen, was am meisten im Examen drankommt. Und das ist drittens YourCase, euer Anbieter für den Ernstfall, wenn ihr für Examensklausuren, Gesetzestexte und Kommentare mieten wollt, könnt ihr das dort oder eben auch kaufen. Genug der Werbung, legen wir los. Kommen wir gleich zum ersten Fall, kommen wir zum ersten Jura-Espresso, den ihr kennen solltet. Ja, der Fall spielt im öffentlichen Recht und wir haben ihn bezeichnet mit das Aufenthaltsverbot. Was steckt genau dahinter? Also, die Stadt B in Niedersachsen, genauer gesagt in Lüneburg, der Stadt der Roten Rosen, hat gegen K. einen Bescheid erlassen, wonach ihm ein auf 3 Monate befristetes Aufenthaltsverbot für 6 Verbotszonen auferlegt wurde. Das ist natürlich besonders ärgerlich für ihn. Dort wurden nämlich eine Vielzahl von Gewalt- und Aggressionsstraftaten begangen und die seit Jahren ansteigende Gewalt- und Aggressionskriminalität soll nun eingedämmt werden, eben mit solchen Verbotszonen. Und das betrifft gerade auch den B, der ist nämlich ein Wiederholungstäter. Und dem sollen solche günstigen Tatgelegenheiten genommen werden. Was ist hauptsächlich die Begründung? Gegen den K legen nämlich einschlägige kriminalpolizeiliche Erkenntnisse vor. Zudem sei er mehrfach Subjekt strafrechtlicher Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten gewesen. Allerdings, das muss auch die Behörde einräumen, das Jüngste ist gemäß § 170 2 StPO eingestellt worden. Durch die von ihm zu erwartenden Straftaten sei trotzdem die Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit sowie des Eigentums Dritter gegeben. Ja? So, der K. hat gegen den Bescheid der Stadt B nach Vorverfahren Klage erhoben und nun ist das befristete Aufenthaltsverbot abgelaufen, sodass er die Klage umgestellt hat auf eine Fortsetzungsfeststellungsklage. Die Frage ist mit Erfolg. Nachlesen können Sie, könnt ihr das Ganze in Juridicus Zeitschriftenauswertung 2015, September 2015, in den Seiten 21 fortfolgende. Was ist die streitentscheidende Norm, die ihr kennen müsst? Das ist Paragraf 17 Absatz 4 niedersächsisches SOG. Hiernach gilt Folgendes: Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem bestimmten örtlichen Bereich eine Straftat begehen wird, so kann ihr für eine bestimmte Zeit verboten werden, diesen Bereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten, es sei denn, sie hat dort ihre Wohnung. Das ist also die streitentscheidende Norm, die müsst ihr euch in Erinnerung rufen. Darum geht es im folgenden Fall. Zunächst mal kurze Übersicht: Das müsst ihr als Einflugschneise kennen. Ja, ihr erinnert euch daran, Fortsetzungsfeststellungsklage insbesondere dann immer, wenn eine ursprüngliche Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage umgestellt werden muss, aufgrund einer Erledigung des Verwaltungsaktes. Und hierbei müsst ihr differenzieren zwischen auf der einen Seite Anfechtungsklage und Verpflichtungsklage und dem Zeitpunkt der Erledigung, ob der eben Nachklageerhebung oder Vorklageerhebung stattgefunden hat. Gehen wir die einzelnen Konstellationen mal durch, damit ihr einen klaren Blick dafür habt. War die Ursprungsklage eine Anfechtungsklage? Und ist die Erledigung Nachklageerhebung eingetreten, dann gilt 113.1.4 direkt. Ja, das ist der einzige Fall, Anfechtungsklage vorher, Erledigung Nachklageerhebung, wo 113.1.4 direkt gilt. Ist die Ursprungsklage die Verpflichtungsklage und hat die Erledigung Nachklageerhebung stattgefunden, dann gilt 113.1.4 analog, weil eben nicht Anfechtungs- sondern Verpflichtungsklage. Hat die Erledigung vor der Klageerhebung stattgefunden, dann gilt auch analog. Ja, weil eigentlich der Gesetzestext nur die Erledigung nach der Klageerhebung erfassen will. Vor Klageerhebung, dann gilt 113.1.4 analog für den Fall der Anfechtungsklage. Da ist strittig, ob nicht sowieso die Feststellungsklage einschlägig sein sollte. Oder wenn die Verpflichtungsklage stattfindet, dann sogar doppelt analog. 113.1.4 doppelt analog für den Fall der Erledigung vor Klageerhebung. Im folgenden Fall ganz einfach, 113.1.4 direkt. Ursprünglich Anfechtungsklage, Nachklageerhebung, Erledigung. Laufen wir schnell durch die Zulässigkeit. Verwaltungsrechtsweg 40.1 VWGO analog. Streitentscheidende Norm ist der 17.4.1 niedersächsisches SOG. Ganz klar nach modifizierter Subjektstheorie eine öffentlich-rechtliche Norm. Statthafte Klageart.
In der Hauptsache ursprünglich Anfechtungsklage gegen einen belastenden Verwaltungsakt, nämlich die Verbotszonen. Die Erledigung hat nach Klageerhebung stattgefunden, durch Ablauf des befristeten Aufenthaltsverbots. Deshalb Fortsetzungsfeststellungsklage nach 113.1.4 VWGO direkt. Nächster Punkt, Klagebefugnis. Hier 42.2 VWGO analog. Direkt gilt dieser Paragraph ja nur für Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. Wir brauchen also ein subjektiv öffentliches Recht. Das ist hier Freizügigkeit grundgesetzlich gewährleistet aus Artikel 11 Grundgesetz. Falls ihr da noch ein bisschen Fragezeichen habt, schaut mal in unsere Kurse rein zur Grundrechtsprüfung. Nächster Punkt, Fortsetzungsfeststellungsinteresse muss immer ein besonderes sein und das ist gerade auch das Problem des Falles. Das schauen wir hier mal genauer an. Das müsst ihr mitnehmen aus dieser Entscheidung. Ja? Grundsätzlich kann das besondere Feststellungsinteresse auf verschiedenen Quellen beruhen. Einmal Wiederholungsgefahr, zweitens Rehabilitationsinteresse, drittens Vorbereitung eines Schadensersatzes oder Entschädigungsprozesses und viertens, wenn nichts anderes mehr übrig bleibt, wenn eine Rechtsschutzlücke besteht, aus Artikel 19.4 herleitbar. Aber wirklich nur in ganz engen Ausnahmefällen. Im vorliegenden Fall geht es vor allen Dingen um das Rehabilitationsinteresse. Was gilt grundsätzlich? Bei schwerwiegenden, noch anhaltenden Grundrechtseingriffen durch einen Verwaltungsakt kann das Rehabilitationsinteresse zu bejahen sein. Das ist dann der Fall, wenn der Grundrechtseingriff einer Negierung des Grundrechts gleichkommt. Das ist in der Regel der Fall bei erheblichen Beeinträchtigungen vor allen Dingen von Menschenwürde, Persönlichkeitsrecht oder beruflichen oder gesellschaftlichen Ansehen. Achtung, es muss eine Stigmatisierung vor allen Dingen vorliegen. Das heißt also, das Ansehen in der Öffentlichkeit oder im sozialen Umfeld muss herabgesetzt werden. Entscheidend ist hier immer, nur dann ist das Rehabilitationsinteresse zu bejahen, wenn Außenwirkung stattfindet und wenn diese auch noch andauert. So, was heißt das für den konkreten Fall? Was müsst ihr euch hier merken? Ja? Hier geht es vor allen Dingen um den Vorwurf schuldhaften kriminellen Verhaltens. Ja? Das ist ein ethisches Unwerturteil. Das ist geeignet, das soziale Ansehen des Klägers herabzusetzen. Und dieses Verbot ist vor allen Dingen auch geeignet, Außenwirkung zu entfalten. Denn, so bringt auch der Kläger vor, hat er aufgrund dieses Verbots Hausverbote erhalten von Kneipenbetreibern. Ein weiteres wichtiges Element, ein weiter wichtiger Gesichtspunkt ist, dass diese Aufenthaltsverbote auch in der elektronischen Kriminalakte gespeichert werden. Und die können sogar auch noch nach Ablauf der Geltungsdauer abgerufen werden. Und genau das ist dem Kahn nämlich auch pressiert. Zum Beispiel bei Verkehrskontrollen. Das ist also alles ziemlich ungemütlich für ihn. Deshalb ist das Rehabilitationsinteresse zu bejahen. Im Ergebnis also plus mit Blick auf das besondere Feststellungsinteresse. Laufen wir weiter die Zulässigkeit durch. Vorverfahren laut Sachverhalt durchgeführt. Merkt euch bitte, das müsst ihr drauf haben, den Meinungsstreit. 68 VWGO ist strittig bei Erledigung vor Klageerhebung. Da müsst ihr einen Meinungsstreit führen, ob ein Vorverfahren durchgeführt werden muss oder nicht. Klagefrist. Anfechtungsklage war nicht verfristet, deshalb Klagefrist plus. Denkt bitte auch hier daran, findet die Erledigung vor Klageerhebung statt, ist wiederum strittig, ob der § 74 analog Anwendung findet. Klagegegner, Rechtsträgerprinzip, hier 78 VWGO analog statt B. So, Zulässigkeit also plus, kommen wir zur Begründetheit. Was ist der Obersatz? Hier gibt es zwei Arten von Obersätzen, die ihr strikt voneinander trennen müsst, ja? Bei Anfechtungssituationen müsst ihr euch Folgendes merken. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist begründet, soweit der Verwalter sagt, erstens rechtswidrig war und zweitens der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wurde. Also ganz analog auch zur Anfechtungsklage, außer dass der Verwaltungsakt rechtswidrig war, er hat sich ja erledigt und nicht ist. So, in Verpflichtungssituationen, das ist ja die zweite Klagekonstellation, die bei der Fortsetzungsfeststellungsklage eine Rolle spielen kann, gilt Folgendes. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist begründet, soweit die Versagung des Verwaltungsaktes rechtswidrig war, wie der Vergangenheitsform, und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt wurde. Hier geht es um die Anfechtungssituation, wie eben schon dargestellt. Laufen wir also diesen Weg gemeinsam weiter. Typischer Prüfungsaufbau, Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes zunächst zu prüfen, genauso wie bei der Anfechtungsklage. Ja, folgende Prüfungspunkte müsst ihr durchlaufen. Es muss eine Ermächtigungsgrundlage geben, dann müsst ihr die formelle Rechtmäßigkeit prüfen und schließlich die materielle Rechtmäßigkeit. Was müsst ihr bei diesen einzelnen Punkten jeweils berücksichtigen? Erstens, bei der Ermächtigungsgrundlage muss man sich fragen, ist diese Ermächtigungsgrundlage überhaupt erforderlich? Das ist bei einem belastenden Verwaltungsakt immer der Fall. Zweitens, was ist denn dann die richtige Ermächtigungsgrundlage? Und Achtung, bitte hier keine inhaltliche Prüfung führen, soweit es nicht Anhaltspunkte im Sachverhalt gibt, ob diese Ermächtigungsgrundlage verfassungsgemäß ist. Formelle Rechtswidrigkeit, immer das Gleiche für euch zu merken, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Materielle Rechtmäßigkeit, zunächst mal wie immer Prüfung der Tatbestandsmerkmale, dann gegebenenfalls, weil es Anhaltspunkte im Sachverhalt gibt, allgemeine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen durchprüfen, Bestimmtheit, Möglichkeit und unter Umständen auch Verhältnismäßigkeit. Drittens Rechtsfolge, entweder gibt es einen Ermessensverwaltungsakt, dann gilt die Ermessensfehlerlehre. Hier auch nochmal überlegen, ob ihr da alles drauf habt. Da muss das Ermessen fehlerfrei ausgeübt sein. Wenn es eine gebundene Entscheidung gibt, dann ist das Themenfeld
hier nicht zu beschreiten. So, laufen wir es durch im konkreten Einzelfall. Was gilt hier? Die Ermächtigungsgrundlage ist, wie schon gesagt, der 17.4 Satz 1 niedersächsisches SOG. Das müsst ihr voneinander strikt trennen, dann müsst ihr sezieren die einzelnen Punkte, die diese Ermächtigungsgrundlage ausmachen. Das heißt, erstmal muss es Tatsachen geben. Die müssen, das ist eine Gefahrprognose, die Annahme rechtfertigen, dass künftig eine Person in einem bestimmten örtlichen Bereich eine Straftat begehen wird. Ja, also auf der Grundlage von Tatsachen muss eine Gefahrprognose stattfinden. Dann kann, Achtung, also ermessen, keine gebundene Entscheidung, kann ihr für bestimmte Zeit verboten werden, den Bereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten. Es sei denn, sie hat dort eine Wohnung. Das ist die Ermächtigungsgrundlage, wie gesagt, nicht hier prüfen, hier nur nennen. Ja? Und im Folgenden im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit, denn formelle Probleme gibt es nicht, im Rahmen der materiellen Rechtmäßigkeit jetzt im Einzelnen durchprüfen. Zunächst einmal wie immer Tatbestand und dann in einem zweiten Schritt die Rechtsfolge prüfen, hier ermessen. Ja? Tatbestand, Anhaltspunkte muss geben, dass der K. in den von dem Aufenthaltsverbot umfassten Bereichen Straftaten begehen würde. Das heißt, es sind konkrete Tatsachen erforderlich. Und kann auf der Grundlage dieser konkreten Tatsachen tatsächlich mit erforderlicher Sicherheit auf künftige Taten von ihm geschlossen werden. Es geht also um eine Gefahrprognose im maßgeblichen Zeitpunkt. Hier ist die Frage, ob das zu bejahen ist, trotz der fehlenden aktiven Tatbeteiligung und auch vor allen Dingen trotz dessen, dass eine Einstellung des Verfahrens erfolgt ist. Ja? Hier sagt die Behörde allerdings knallhart und dem folgend auch das Gericht, die Einstellung, die strafprozessuelle Einstellung entkräftet nicht die Gefahrprognose. Zudem ist entscheidend, dass er auch auffällig geworden ist wegen anderer Delikte. Auf dieser Grundlage ist auf eine latent vorhandene Gewaltbereitschaft des Klägers zu schließen und genauso auf eine relativ niedrige Hemmschwelle. Diese Erkenntnisse, und das ist das zweite klare Entscheidungsmerkmal der Entscheidung, diese Erkenntnisse können trotz der Einstellung im Strafprozess in die verwaltungsprozessuale, in die verwaltungsbehördliche Prognose einfließen. So, Tatbestand also plus, zweiter Punkt, ermessen. Ja? Und hier hat der Kläger geltend gemacht, ich brauche doch so eine Verbotszone gar nicht, denn mir werden ja sogar privatrechtliche Hausverbote auferlegt und das könnte ausreichend sein. Das heißt, es ist konkret die Frage aufgerufen, ist das Ermessen verhältnismäßig ausgeübt worden? Gibt es nicht möglicherweise ein milderes, gleichwirksames Mittel, nämlich das privatrechtliche Hausverbot? Auch hier, Behörde und Gericht knallhart, die Stadt hat nun mal keinen Einfluss darauf, ob und in welchem Umfang zivilrechtliche Hausverbote ausgesprochen werden. Ja? Deshalb können diese auch nicht den Erlass eines zur Gefahrenabwehr erforderlichen Aufenthaltsverbots ersetzen. Deshalb sind diese kein geeignetes, milderes Mittel. Im Ergebnis also ist die Klage zulässig, aber nicht begründet. Ja? Spannende Entscheidung des OVG Lüneburg, könnte jederzeit in einer Klausur gut drankommen. So viel zu unserer ersten juristischen Reise, so viel zum ersten juristischen Jura-Espresso. Ganz herzlichen Dank, wir freuen uns auf die kommenden Male.